Vicky. Was ist denn los? Bist du krank? Brauchst du einen Arzt? Nee, alles cool. Ach, wirklich? Ja? Du wirst mir erzählen, dass es normal ist, hier über dem Flur zu hängen und zu würgen. Hast du zu viel getrunken? Gefeiert? Ja, ich glaube, das letzte Bier gestern, das war schlecht. Vicky? Morgen, Jonas. Frau Schubert, ich habe vergessen, meinen Namen unter die Aufgabe zu schreiben. Und jetzt finde ich mein Kugelschreiber. Wie immer. Oh. Ich weiß ja, dass bei dir Kugelschreiber immer Flügel kriegen. Ach komm, behalt ihn. Oh, danke schön. Oh Mann. Ihr wisst, dass Rauchen impotent, unfruchtbar und richtig hässlich macht? Das ist aber doch mein Eigentum. Dein Eigentum? Liegt hier in der Tonne, falls du es noch Nein. brauchst. Morgen. Das kannst du nicht machen. Frau Schubert, bitte seien Sie doch so nett und führen die neue herum und zeigen ihr die Schule. Waldorflehrerin. Warum immer ich? Ja, weil Sie die Erfahrenste sind und außerdem auch, weil ich es sage. Okay, dann unterschreiben Sie mal den Antrag, den ich vor 3 Monaten gestellt habe für einen neuen Laptop, Herr Böhmer. Schubert, ich muss auf die Kosten achten in der Schule. Sie wissen, das ist alles sehr teuer. Hallo. Hier, ja? Guten Morgen, ich bin die Paula. Guten Tag, ja. Paula Stein. Franka Schubert, hallo. Freut mich, ich bin die Neue. Ja. Abgemacht. Ich verlasse mich drauf, Herr Böhmer. Ja. Ja. Hallo. Aus dieser Dunkelheit. Sag vor. Hey, Baby, alles klar? Was machst du nur hier? Du sollst doch in der Schule sein. Ja, eigentlich schon, aber als du mir geschrieben hast, dass du nicht gehst, bin ich halt auch abgehauen. So, ich will irgendwie lieber bei dir sein heute. Kannst du mich vielleicht mal umarmen, bitte? Ja, natürlich. Komm mal her. Hey! So toll. Hä? Ist das okay? Ja. Sicher. Ja. Das hier war der Chemieraum, den brauchst du wahrscheinlich öfter mal. Also ich unterrichte Bio und Englisch. Und du? Komm mal bitte her. Wie war noch gleich Schulregel Nummer 3? Kein Rennen in den Gängen. Sorry. Entschuldigung. Können wir jetzt gehen? Ach so. Also erstmal vielen lieben Dank für eure Entschuldigung. Die nehme ich natürlich gerne an. Ich finde es wirklich toll, dass ihr so einen respektvollen Umgangston habt. Was ist denn los? Ach, es ist einfach toll, dass ihr, und total menschlich, dass ihr in euren jugendlichen Überschwung meine Regeln vergisst. Ob die in ihre Klasse dürfen? Ach so, ja. Natürlich, klar. Das sind übrigens deine. Ach toll. Das ist deine Klasse. Da? Voilà. Hallo, guten Morgen. Ich bin die Paula Stein, eure neue Englischlehrerin. Morgen. Hallo, guten Morgen. Morgen. Herzlich willkommen. Morgen. Hallo. Hey, danke fürs Vertreten gestern. Gern. Bis dann. Kennst du das Gefühl? Ich bin hier und will zu dir. Will an keinen anderen Ort. Hey. Du hast mein T-Shirt an schon wieder. Oh, meine Sachen sind halt alle in der Wäsche, können auch mal wieder gewaschen werden. Ah, dann weißt du, was du heute Nachmittag zu tun hast. Mm, Hausaufgaben, gell? Tschüss, Mama, nicht in der Schule. Wow, Zwillinge. Das ist ja toll. Ja, das ist wirklich toll. Ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend und chaotisch, aber ich möchte keinen Tag mit ihnen missen. Ich liebe das Leben mit ihnen. Ach, ich liebe Kinder auch. Und dein Mann?
Wie? Ja, na, der Vater, der hilft dir doch bestimmt, oder? Ich brauche niemanden. Ich krieg das ganz gut alleine hin. Ich kenne nicht mal den Namen des Erzeugers. Jetzt Samenbank? Nein? One Night Stand? Schon mal was von gehört? Ich war im Ausland, sehr jung und brauchte das Geld. Ach, nein. Das war ein Scherz, Paula. Aha, okay. Ach, entschuldige, ich meine, das ist vielleicht auch einfach alles ein bisschen sehr persönlich, oder? Nee, nee, alles gut. Alles ist gut, so wie es ist. Außerdem wissen es eh alle hier. Und meine Töchter auch. Ich muss auch los. Viel Glück an deinem ersten Arbeitstag. Danke. Bitte. Viel Spaß. Hast Paula ohne Vorwarnung in die 10B gehen lassen? Wieso? Da mussten wir doch alle durch. Magst du sie nicht, oder was? Das ist ihre Feuertaufe. Oh, so ein Mist. Wo ist wieder mein Nikotinpflaster? Kann nicht jeder sehen, dass du eine Schwäche für Nikotin hast, ne? Mach du dir mal lieber Sorgen um deine Schwäche für Zucker. Bin halt ein Süßer. Das ist genauso schädlich. Kann eine schöne Diabetes geben und wenn es ganz doof läuft, auch impotent machen, Süße. Jetzt lach nicht! Brücke, du hast es gewusst und hast mich einfach so reingeschickt! Ich gehe jetzt zum Direkt. Paula, du kannst es gerne machen, aber an deiner Stelle würde ich da jetzt reingehen und denen zeigen, wo der Hammer hängt. Du musst dich durchsetzen, sonst tanzen sie dir auf der Nase rum. Wir mussten da alle durch. Drin liegt ein Handtuch. Tut mir leid. Los, Chaka! Chaka! Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Warum bist du denn so schweigsam? Ist irgendwas in der Schule passiert, als ich nicht da war? Nee, alles gut. Und zu Hause auch alles okay? Ja, alles gut. Ja, irgendwas ist doch mit dir. Sag mir noch, was los ist. Es hat jemand ein Geheimnis, weißt du? Also eine Freundin von mir. Und die weiß nicht, wie die damit umgehen soll und das ist irgendwie ziemlich scheiße. Hey, welche Freundin denn? Sandra oder was? Was hat die denn für ein Geheimnis? Nee, es geht nicht um Sandra. Hey, Toni. Hey, alles klar? Ja, bei dir? Passt, hey, danke. Hi. Hey, was ist? Wir wollten doch heute zocken gehen. Ja. Das war doch abgemacht. Ja, hey Schatz, ich hab dir gesagt, wir können zocken heute. Kannst du nicht hierbleiben? Ich hab den Jungs echt versprochen, dass wir zu mir gehen können. Und ich kann die jetzt nicht im Stich lassen. Aber wenn du willst, du kannst doch einfach mitkommen. Nee, danke. Tschö. Hey, warte mal. Was ist los mit dir? Warum bist du so komisch? Hast du irgendwie deine Tage oder so? Boah, du checkst echt gar nichts, ne? Ich werde die Schule abbrechen, das ist los. Wer von euch kennt das Buch von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein? Ein sehr empfehlenswertes Buch. Paul Watzlawick sagt, man kann nicht kommunizieren. Wie könnte er das gemeint haben? Leute, was gibt's denn für unterschiedliche Kommunikationsarten? Labern. Das nennt man verbale Kommunikation. Was gibt's sonst noch? Wie könnte man dann jetzt nonverbal kommunizieren? Ein Beispiel. Ein Mädchen schaut aus dem Fenster. Man könnte meinen, sie kommuniziert nicht, aber sie kommuniziert dennoch. Vicky, wie kann man denn nonverbal kommunizieren? Vielleicht, indem man jemanden, der einen mit dummen Fragen nervt, eins auf die Schnauze gibt. Das war ziemlich uncool und Gewalt ist nie eine Lösung, aber es war nicht falsch. Man kann mit
Gestik und Mimik nonverbal kommunizieren. Vicky, Handy weg. Bis morgen schreibt ihr mir bitte alle Arten von Kommunikationsmöglichkeiten auf. Verstanden? Bis morgen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Morgen ein bisschen mehr Elan, ne? Vicky, setz dich bitte. Du bist so ein tolles Mädchen. Sensibel, intelligent. Solche Sprüche wie gerade eben sind doch gar nicht dein Stil. Was ist los mit dir? Es geht sie gar nichts an. Hast du Probleme zu Hause? Probleme mit Toni? Vicky, ich hab dich kotzen gehört. Das kam, glaube ich, nicht vom Alkohol. Du bist schwanger. Hey. Ich verstehe dich. Die haben keine Ahnung, wie ich mich fühle. Ich bin damals auch sehr jung, ungewollt schwanger geworden. Habt ihr nicht verhütet? Ja, doch, natürlich, aber das scheiß Kondom ist geplatzt. Weiß jemand davon? Nein, und ich kann auch mit niemandem reden. Also ich kann das nicht mal Toni sagen, weil der würde mich 100% sitzen lassen, wenn er es wüsste, der will kein Kind haben. Und ich weiß nicht mal selber, ob ich eins will. Ich bin 17. Das geht nicht. Vicky, das Wichtigste ist, dass du auf deine eigene innere Stimme hörst. Nur du kannst das entscheiden. Kein anderer. Du darfst dich von nichts und niemandem zu irgendetwas drängen lassen. Du bist wichtig, Vicky. Das sagen sie doch nur so. Meinst du, ich habe vergessen, wie schwer das damals für mich war? Ich weiß, wovon ich rede. Ekelhaft, ne? Ja, die geht gar nicht. Wenn man die schon sieht, ey, da wird mir richtig übel. Hallo? Ja. Geht's noch? Was denn? Ihr könnt doch nicht so über eine neue Kollegin reden. Ihr kennt die doch gar nicht. Wir meinen die Kaffeemaschine. Okay. Ich werde andere Erfahrungen auf dieser Waldorfschule gemacht haben, aber ich möchte hier jedenfalls keine tanzenden Schüler auf dem Rasen sehen. Das hatte ich auch nicht vor. Und ich möchte auch nicht, dass diese äußerst wertvolle Unterrichtszeit hier mit einem derartigen Pipifax vergeudet wird. Also ich vergeude wirklich nie meine Unterrichtszeit. Entschuldigung, jetzt bin ich dran, Frau Stein. Ja? Also, ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. Diese Schule hier ist ein ernstzunehmendes Institut, das die Schüler auf das tatsächliche, wahrhaftige, echte Leben vorbereitet. Ja, das möchte ich auch. Und ihnen nicht beibringt, wie sie ihren Vor- oder Nachnamen zu tanzen haben. Also, Namentanzen ist ein wirklich Klischee. Und falls Sie vorhaben sollten, so einen Mist hier einzuführen, dann sind Sie leider am falschen Platz. Entschuldigen Sie mal, was sollen denn die dummen Sprüche hier die ganze Zeit? Sie ist doch genauso eine voll ausgebildete Lehrerin wie wir alle. Nur weil sie auf der Waldorfschule war, was soll das denn von ihr? Wie heißen Sie denn eigentlich? Ich bin Ymir. Ich bin seit 1,5 Jahren hier Referendar. Ja. Interessant. Ja, aber ganz ehrlich, das ist schon ziemlich unfair, wie Sie hier behandeln. Ganz viele berühmte Persönlichkeiten waren auf der Waldorfschule. Ach, tatsächlich? Ja, wirklich. Aus der Wirtschaft, aus der Politik. Nobelpreisträger sogar. Können Sie gerne googeln, The Waldorfs. Müssen Sie mal eingeben, dann sehen Sie das alles. Schau mal einer an. Ja. Und jetzt kümmern Sie sich mal lieber hier rum. Das soll schon nicht einfach nur mal ordentlich entkalkt werden. Nee, das zerfrisst uns schon seit Ewigkeiten alle Organe, ehrlich. Die muss weg. Die geht gar nicht mehr klar. Bin ich eigentlich hier das Mädchen für alles? Frechheit, sowas. Jederzeit. Mit mir ins Yasin. Hey. Paula. Paula. Ja. Schöner Name. Danke. Jetzt guck sich das mal einer an. Da fliegen ja ganz schön die Funken, hä? Mhm. Sag mal, hast du nicht Lust, nach der Schule mal wieder einen Kaffee trinken zu gehen? Bisschen quatschen? Ich kenne dazu welchen Laden um die Ecke. Da gibt's den schwärzesten, koffeinreichsten, stärksten, weltbesten Filterkaffee der Welt. Zufällig. Zufällig. Da, wo wir immer hingehen. Ja.
Na, das sieht doch wunderbar aus. Dankeschön. So, dein vierfacher Espresso. Dankeschön. Und der legendäre Filterkaffee. Der Costa macht einfach einen sensationellen Filterkaffee. Schmeckst du den Kaffee überhaupt noch raus? Hm? Warum schüttest du nicht einfach den Kaffee in den Zuckerpott? Spar Zeit. Ich will ja nicht impotent werden. Ah, macht Sinn. Vielleicht sollten die Menschen einfach grundsätzlich nicht mehr so viel Sex haben. Was? Das sehe ich aber ganz anders. Scheiße. Ja, auf der Schule wird es bald Nachwuchs geben. Bei einer Minderjährigen. Ach komm. Was sagen die Eltern? Das Mädchen hat es noch niemandem gesagt. Aber ich weiß, dass der Vater ein echter Troublemaker ist. Sorgt ständig für Ärger, baut nur Mist, der wird sich freuen. Der hat bestimmt sehr viel Bock auf ein Baby. Trotzdem hat er das Recht zu erfahren, dass er Vater wird. Wie er damit umgeht, kann er ja selber entscheiden. So ein Quatsch. Hä? Also vielleicht weiß das Mädchen einfach, dass der Typ kein guter Vater für ihr Kind sein kann. Also ich kann das Mädchen gut verstehen. Ah, und warum? Die steht jetzt vor einer wichtigen Entscheidung. Sie muss Verantwortung übernehmen für sich und ihr ungeborenes Kind. Was hältst du eigentlich von unserer neuen Kollegin Paula? Eleganter Übergang. Ich finde sie nett. Hey. Sag mal, hast du es eigentlich von ernst gemeint mit Schulabbrechen und so? Vicky, stell dir vor, das Hausparty-Event des Jahres steht an. Die Chapinisa aus Ibiza liegt im Dance Pants auf. Wir quatschen später weiter, gell? Das wird richtig geil, Shots für einen Euro, wir tanzen die ganze Nacht. Ja, wir können wieder bei dir vorglühen, oder? Und, bist du dabei oder bist du dabei? Ich kann nicht, sorry. Vicky, wie kannst du das verpassen? Ich hab schon was anderes vor. Geht nicht. Okay, dann nicht, sorry. Ja, dann lass jetzt einfach mal Karten bestellen, bevor es keine mehr gibt. Als ob es im Leben nichts Wichtigeres als diese Karten gäbe. Mann, was ist denn mit dir los? Dankeschön. Was ist denn los? Nichts. Ich muss meine Töchter abholen. Ja, ist aber auch wirklich schlimm. Jetzt hör doch mal auf mit deinen blöden Scherzen. Was ist denn los mit dir? Ist was passiert? Ist was mit deinen Kindern oder wie? Robin, ich möchte Privates nicht mit Beruflichem vermischen. Das hier ist privat. Sorry. Hey, Mama hat geschrieben. Sie ist in 5 Minuten da. Oh, perfekt. Vicky, sicher, dass du keine Karte willst? Ja, habe ich doch jetzt 5-mal gesagt, oder? Alter, was ist mit der los? Hey, was ist eigentlich los mit dir? Du bist seit einer Woche so komisch und ich versuche die ganze Zeit mit dir zu reden. Das ist jetzt mein letzter Versuch. Sag mir jetzt endlich, was Sache ist. Keine Ahnung. Ich mache mir irgendwie seit... Ich habe in letzter Zeit irgendwie so viele Fragen im Kopf. Ja, was denn für Fragen? So allgemeine halt, über das Leben, über die Zukunft, über uns. Was willst du denn über uns wissen? Ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, willst du eigentlich irgendwann mal Papa werden? Nee, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mit 40 oder so. Und vorher willst du keine Kinder bekommen? Ja, schau mal, ich muss erst mal mein eigenes Leben auf die Reihe bekommen. Außerdem, du bist 17, ich bin 18. Was sind denn das für Fragen über Kinder und so? Willst du, dass wir jetzt ein Kind bekommen oder was? Wie kommst du darauf? Ja, weil ich nicht weiß, was mit dir los ist. Wie wär's denn, wenn du mich mal zur Abwechslung in deine Gedanken mit einweihen würdest? Oh, das sind wir. Gewinner und Verlierer zur selben Zeit. Mama,
bitte, DJ Venezia ist sonst nie in Deutschland. Der ist immer nur in Ibiza. Nein, ich möchte nicht, dass ihr da hingeht. Warum fertig. Nicht? Wir haben überhaupt nicht so viel Geld für so ein Schwachsinns-Event, DJ Benita. Ich würde nicht mal so viel Geld ausgeben für ein Top-Eck und das ist DJ Benita nun wirklich nicht. DJ Benita. Und dafür der ganze Stress. Lass uns doch einfach ins Kino. Boah, nee. Sag mal, weißt du was? Wenn du uns die Karten nicht holen willst, dann kaufen wir die eben von unserem eigenen Taschengeld. Nein. Doch? Nein. Da hinten werden noch Tickets verkauft. Komm. Ihr bleibt jetzt hier. Hey! Was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es, hilf mir zu vergessen, was. Hallo? Hi. Hi. Ich bin's. Kann es sein, dass da jemand vorhin seinen Schal liegen gelassen hat? Ja, das kann sein. Und nur weil es mich interessiert, weil du es vorhin so betont hast, das mit dem beruflichen und privaten Trennen, also wenn es so ist, dass du dich so ein bisschen in mich, also dass du auf mich. Natürlich stehe ich nicht auf dich. Du bist doch mein Lieblingskollege. Ich möchte einfach Berufliches und Privates nicht vermischen. Alles andere wäre unprofessionell. Es tut mir leid, ich stehe einfach ein bisschen neben mir. Ich habe einen total stressigen Tag. Kann ich was für dich tun? Nee, meine Mädels waren auf so ein Event, dass ich nicht so... Scheiße, ich muss auflegen. Okay, warte, Moment. Also jetzt da erst? Okay, komm. Franka!